Charles, du hast deine Agentur mit 15 gegründet, jetzt bist du 16. Andere würden sich freuen, dass sie endlich Mofa fahren können, aber du führst ein Unternehmen. Ey, mal ganz im Ernst, das ist ja Verpflichtung. Wie bist du darauf gekommen? Warum hast du dir das in die Hacken gebunden? Also was wir gesehen haben so vor 2 Jahren war eben, dass die gesamte YouTube-Landschaft generell nicht so professionell war und dass ich und 2 Freunde uns hingesetzt haben und gedacht haben, hey, das können wir doch an sich auch machen, das können wir doch auch was starten. Wir haben halt dann gesehen gehabt, okay, die ganze Werbung, die eigentlich eine junge Zielgruppe ansprechen soll, ist total uncool, an einigen Stellen fast schon fremdschämend, wenn irgendwie große Marken auf Trends eingehen, wo wir dann gesagt haben, hey, lass uns doch Marken dabei unterstützen, eben diese junge Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern eben auch zu verstehen. Und ihr nennt euch ganz bewusst nicht Agentur, sondern Generation Z Beratungsunternehmen. Ist das so richtig? Genau. Also klar, im Grunde genommen deckt sich unser Leistungsspektrum mit dem von einer Agentur. Aber wir sind quasi unabhängig. Also wir gehören zu keinem großen Konzern und wir haben auch keine Influencer zum Beispiel selber unter Vertrag. Weil wir halt am Ende gesehen haben, okay, wenn man halt ein Portfolio hat an Influencern, dann muss man immer auf die zurückgreifen. Sonst sind die natürlich auch ein bisschen sauer. Und auf der anderen Seite verlieren wir dadurch total unsere Unabhängigkeit, wo wir halt gesagt haben, dann lass uns lieber die Influencer nehmen, zu denen wir vielleicht einen guten Kontakt haben, aber die auf der anderen Seite natürlich auch total gut passen. Jetzt aus deiner Sicht, und du tummelst dich dann ja auch auf all den Plattformen, auf denen sich diese jungen Leute heute alle so tummeln. Was machen Unternehmen da richtig mies und schlecht? Wo hakt ihr sofort ein? Also was wir halt vor allem sehen ist, wenn auf schnelllebige Trends irgendwie 3-4 Monate später eingegangen wird. Weil klar, in der großen Marketingabteilung oder mit 2-3 Agenturen noch hinten dran, da gibt es einfach Freigabeschleifen und Feedbackschleifen, die ja teilweise Wochen oder Monate lang gehen, klar. Wo wir natürlich versuchen auch einzugreifen, zu sagen, hey, lass uns jetzt auf den Trend reagieren. Ich finde zum Beispiel Six ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie man eben fast tagesaktuell auf so Trends eingehen kann. Klar, ich will nicht wissen, wie viel da im Hintergrund natürlich auch dann ins Leere produziert wird. Aber auf der anderen Seite würden wir halt Unternehmen raten, einfach mal sich junge Praktikanten ranzuholen, die einfach mal nach Feedback zu fragen, weil wir halt sehen, dass wenn man direkt mit der Zielgruppe spricht, man auch viel, viel schneller auf nachhaltige und langfristige Trends und interessante Themen setzen kann, als einfach nur, wir machen mal eben die Fong-Jugendsprache in eine Werbeanzeige rein. Wie sieht das im Tagesgeschäft so aus? Mal angenommen, so ein DAX 30 Unternehmen will jetzt so einen richtig fetten Vertrag mit euch machen. Muss Mami den dann unterschreiben oder hast du Volljährige in der Firma, die den unterschreiben? Oder wie machst du das? Also unser Team bildet sich auf der einen Seite natürlich aus den Teenagern, die die Konzepte, die die Ideen machen, damit wir diesen jungen Spirit noch beibehalten. Auf der anderen Seite haben wir auch Leute mit Marketingabteilungen, zum Beispiel eben Björn Wenzel, unser Geschäftsführer, der lange bei Peile das Performance-Marketing geleitet hat und eben letztes Jahr mit Lucky Sherman eine Influencer-Agentur gegründet hat, beziehungsweise schon vor 2-3 Jahren und letztes Jahr eben bei uns dazugekommen ist als Papa, als Geschäftsführer, damit wir auch jemanden haben, der die ganzen Angebote, Verträge und so weiter unterschreiben kann und auf der anderen Seite uns natürlich auch operativ total viel helfen kann, wenn es darum geht, irgendwie größere Kampagnen abzuwickeln und so weiter. Wie ist denn das gewesen mit 15? Da hast du ja tatsächlich, ich glaube, 1 oder 2 Volljährige gehabt in der Firma, wenn ihr da einen Betriebsausflug gemacht habt beispielsweise. So, musstest du dann eher ins Bett oder musstest du vor der Kneipe stehen bleiben? Wie war das? Also ich würde sagen, Jugendschutz in Deutschland ist ja auch immer so ein Ding. Also klar, die haben natürlich total viel auf mich aufgepasst, das war auch total wichtig, aber wirklich kontrolliert war es eigentlich nur im Hotel zum Beispiel, beim Einchecken, wenn man dann irgendwie eine Kreditkarte vorlegen muss, wo man selbst irgendwie nicht der Karteninhaber ist oder so. Also das war dann oft eher das Problem. Aber so alleine reisen und so, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und auch jetzt, wo ich quasi, ich habe jetzt quasi nach der 10. Klasse die Schule beendet, mache aber jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation, also habe immer noch 1,5 Tage die Woche Schule und kann die Ausbildung eben auch bei Lucky Sherman machen, sodass ich quasi immer noch viel Zeit habe für unsere Projekte und auf der anderen Seite eben auch viel, viel mehr noch unterwegs sein kann und wir es eben noch mehr Leistung anbieten können. Wenn dir da so ein Lehrer was erklären wollte oder heute will, irgendwie musst du da manchmal ein bisschen lächeln oder andersrum schüchterst du die manchmal ein bisschen ein? Also klar, bei einigen Sachen denkt man sich so, naja, das ist jetzt nicht so ganz richtig erklärt. Aber ich glaube, es wäre falsch, wenn ich da jetzt irgendwie reinstürmen würde und sagen würde, hey, ich weiß alles viel besser. Dann lieber irgendwie mit sinnvollen Beiträgen wirklich einen Mehrwert liefern, auch für den Unterricht. Aber zum Beispiel bei der Ausbildung hatten wir jetzt in den letzten 3 Stunden jedes Mal das Thema Influencer. Weil gerade wenn es irgendwie um Kommunikationsstrategie, Marketingstrategie oder auch einfach Multiplikatoren geht, war das ein total großes Thema. Und jetzt steigen wir in Werberecht ein, wo natürlich auch wieder Kennzeichnung im Influencer-Marketing Thema ist. Also ich muss schon sagen, ich habe nicht erwartet, dass es dann doch so spannend ist. Nur noch mal zum Thema Gründung und so als Tipp gegenüber all denen, die sich da draußen mit dem Gedanken tragen, vielleicht gründe ich. Du als jetzt 16-Jähriger der Älteren, die aber erst vor der Gründung stehen, einen Tipp geben kann. Welchen Fehler würdest du ungern noch mal machen oder auf gar keinen Fall noch mal machen wollen? Also ich glaube, was ich halt gelernt habe, ist,
klar, es gibt Tage, wo man abends ins Bett geht und sich denkt, scheiße, ich habe überhaupt keinen Plan, was ich morgen machen soll. Also bin echt voll ratlos. Und ich glaube, dann ist es halt vor allem wichtig, dass man Durchhaltevermögen beweist und nicht irgendwie aufgibt, nur weil Leute sagen, oh, du bist doch erst 14, 15, wie kannst du eigentlich eine Firma gründen? Oder wer glaubt dir das denn? Oder wenn Leute irgendwie sagen, ach, ich würde lieber pleite gehen, statt mich von euch beraten zu lassen. Aber was wir halt sehen, ist, dass das Feedback enorm groß ist. Und wenn man wirklich durchhält und auch die Tage übersteht, in denen es vielleicht nicht so gut läuft, das klingt jetzt so poetisch, aber das ist halt, was ich wirklich gelernt habe. Und halt ein Team an seiner Seite hat, was einen wirklich jeden Tag unterstützt, hat mir enorm geholfen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man Leute um sich hat, die einen hoch und nicht runterziehen und trotzdem halt noch weiß, okay, wo will ich morgen hin und eben Durchhaltevermögen beweist. Abschließend noch, gibt es da eigentlich so eine kleine Anekdote aus irgend so einem Meeting mit einem Kunden, wo dann so der Marketingleiter reinkam und sie gesagt hat, ach guck mal, da hat jemand seinen Sohn mitgebracht oder sowas? Ja, klar, gibt es schon. Gerade am Anfang ist es dann so, wenn wir dann irgendwie in den Termin reinkommen oder so und die dann erstmal so, ihr seid hier falsch, anderer Raum oder so. Das ist schon lustig, aber gerade wenn wir halt nicht nur die Jüngeren, sondern auch noch die ältere Generation mit dabei haben, dann nehmen die uns eigentlich recht, ja, in allermeisten Fällen ernst und stellen auch wirklich total konstruktive Nachfragen. Also wenn wir wirklich bei teilweise irgendwelchen Mediachefs sitzen, wo man sich denkt, boah, eigentlich habe ich einen ganz kleinen Termin nur erwartet und die dann wirklich Nachfragen stellen und dann sagen, ja, habe ich verstanden, macht Sinn, ist das schon cool. Also ich freue mich, dass wir total da offen aufgenommen wurden und dass wir auch mit so vielen großen Kunden schon Projekte realisieren konnten. Mega, echt, Respekt.